Baufinanzierung zum Beispiel. Bei uns unkompliziert und mehrfach ausgezeichnet. Wir unterstützen gerne die Vereine in der Region. Auch mein Verein? Ja, klar. Für die Unternehmen im Bergischen Land sind wir eine Bank. Immer auf Augenhöhe und immer da, wo man uns gerade braucht. Jetzt sagen Sie nicht, Sie waren auch noch Kindergärten. Ja, klar. Wenn Sie mal nicht weiter wissen, zeigt Ihnen unsere VR Banking App zuverlässig den Weg zur nächsten Filiale. Das hat mich jetzt aber wirklich überzeugt. Das nennen wir Volksbank und mehr. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der Kaffee auch noch schmeckt. Spendenübergabe in der Firma Solida für den Verein Mörchen. Und an meiner Seite Frau Julia Breu, Geschäftsführerin der Firma Solida. Frau Breu, eine unglaublich große Summe für den Verein Mörchen. Ja, genau. Ich freue mich sehr, heute diesen Scheck übergeben zu können im Wert von 10.000 Euro als Unterstützung für diesen wirklich absolut förderungswürdigen Verein mit seiner Arbeit für die Kinder hier in Remscheid, die diese Spende hier gut brauchen können. Und wir freuen uns sehr, diese wirklich tolle Arbeit zu unterstützen. Wie sind Sie denn auf den Verein gekommen? Also wir möchten eben vor allen Dingen dort spenden, wo es wirklich sofort auch das Geld zugutekommt, denjenigen, die das Geld brauchen. Und das sehen wir hier bei Mörchen absolut gegeben. Und ja, Kinder sind natürlich unsere Zukunft. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir sagen, die Kinder sollen eben davon profitieren und sollen eben hier auch ein gutes Essen haben, damit sie dann auch in der Schule lernen können und ja, sich da auch gut aufgehoben fühlen. Frau Epe, eine solche Summe ist für Ihren Verein ja auch nicht alltäglich. Nein, also wir sind der Firma Solida und Frau Breu sehr, sehr dankbar, dass Sie so eine hohe Summe an unseren Verein spenden. Das ist ein großer Betrag und wir können viele, viele Frühstück und Mittagessen für die Remscheider bedürftigen Kinder davon bezahlen. Das ist ganz toll. Und das Wichtigste auch für weitere Sponsoren ist, jede einzelne Mark kommt wirklich bei den Kindern an. Ja, jeder einzelne Cent, jeder Euro kommt bei den Kindern an. Wir haben keinerlei Verwaltungsaufwand, den wir aus der Vereinskasse bezahlen müssen. Das übernimmt die Remscheider Stadtsparkasse und übernimmt sämtliche Kosten, Kontoführungsgebühren. Und das ist wunderbar, dass wir so gut aufgestellt sind, dass jeder Cent und jeder Euro den Kindern zugutekommt. Vielen Dank für das Gespräch. Wir waren heute bei der Spendenübergabe im Hause Solida für den Verein Mörchen. 10.000 Euro werden viele Kinder wieder Frühstück und Mittagessen bereiten.